Ja, dann sind wir da. Zum Auge brauchen wir 300 Rationen. Erz und Holz brauchen wir auch wieder. Okay. Die Region ist mit einer mystischen Energie erfüllt und abermals bleibt dem Stamm nichts anderes übrig, als ein Lager an einem magischen Ort aufzuschlagen. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie ihre Ziele hier erfüllen können. Gut. Dann gucken wir doch mal. Wir haben eine Ruine, aber wir sind auch noch nicht angekommen. Ich würde sagen, wir gucken erst mal, wo wir hingehen. Diese Tiere heißen Seemöwen. Sie sind feige Wesen und fliegen den ganzen Tag kreischend in ihren Schwärmen umher, so als berichten sie einander von den neuesten Begebenheiten. Regen und Erdbeben bringen sie rasch zum Schweigen und man kann sie oft vor einem sich verdunkelnden Himmel fliehen sehen. Oh je, die unauffälligeren unter den Zöglingen nehmen die Gestalt von Jägern an, um das Fleisch dieser fetten Vögel zu sammeln, ohne ihre Nachbarn zu verschrecken. Jimka ist einer dieser Jäger. Das Fleisch wird anschließend in einer Kantine zubereitet und in sehr nahrhafte Rationen verwandelt. Also Jimka ist ja irgendwie alles, kann das sein? Erzsammler und, also Bergarbeiter und Jäger. Also sammle und bereite wild zu, um den Stamm zu ändern. Zöglinge essen keine rohen Fleischkeulen. Das Fleisch verbleibt im Vorrat, bis es zur Ration verkocht wird. Dann wird's verspeist. Okay. Ich glaube, ich möchte trotzdem dahin und hier würde ich jetzt das Lager aufschlagen. Wir haben auch noch eine Aura entdeckt. Oh je, ich glaube, wir können die Vögel nicht vorher angreifen, wenn ich das richtig erkenne. Fangen wir mal vorne an. Irenmo geht mal hier hin für die Saura bis. Saura, für die Aura. Gott. Wir könnten auch hier hingehen, aber das würde ich auch gerne die Druiden machen lassen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wir müssen erstmal unser Zeltlager auch noch aufschlagen. Okay. Das Zeltlager setze ich mal dorthin. Okay. Wen haben wir jetzt noch? Jimka? Ja, das wird nicht funktionieren, nehme ich an. Ja, es funktioniert tatsächlich nicht wegen der Aura. Können wir mal gucken. Steht aber nichts weiter. Und noch mehr. Wow, hier sind überall Ruinen. Dann. Wir haben ja leider nicht sehr viel Holz. Wir können gar nichts bauen weiter. Würde ich sagen, sammeln wir erstmal Holz und dann haben wir noch Taub. Taub kann Kyprikas sammeln, würde ich sagen. Aber von da. Ja, da brauchen wir auch erst das Gebäude. Verdammt. Kann auch gerade nichts machen, weil das Zeltlager noch nicht steht, tatsächlich. So, da wird die Aura besänftigt. Immer noch. Oh, okay, wer ist untätig? Irenmo ist fertig. Ah, wunderbar. Dann kann Jimka. Da brauchen wir auch ein Gebäude. Oh Gott, man braucht ja für alles ein Gebäude. Die Jagdhütte brauchen wir. 100 Holz brauchen wir dafür. Dann würde ich sagen, können alle erstmal Holz sammeln gehen, tatsächlich. Außer Top kann das auch. Wo ist Top? Da. Kann auch Holz sammeln gehen. Irenmo kann hier die Ruine. Warum geht das nicht? Ja, geht gerade nicht, weil er keine Behausung hat. Ist das Zeltlager hier? Jetzt ist es fertig. Jetzt kann tatsächlich ihren Mo. Wo haben wir sie denn? Ganz vorne. Hier die Ruine sich anschauen. Und Pip hat nichts zu tun. Wir haben aber auch noch nicht genug Holz. Oh, sammelt überhaupt jemand Kyprikas? Ich glaube, wir sollten auch Kyprikas kurz mal sammeln gehen. 100 Holz werden wir, glaube ich, brauchen. So, wir haben genug. Dann Pip haben wir gleich, den richtigen. Die Jagdhütte hätte ich gerne. Ja, komm. Eigentlich finde ich den Ort gar nicht so gut. Trotzdem, ich baue ihn jetzt da. Ja, hier sind mehr Vögel, ne? Eigentlich ist es Quatsch, wir hätten die hier hinstellen müssen. Sagt sie und macht es trotzdem. Das ist, naja, gut. Entschuldigt. Typisch ich. Ansonsten, wir könnten mal hier oben eigentlich. Oh, ist schon fertig. Okay. Und was weiß ich jetzt hier? Achso, wir müssen gucken. Also, Vögel an den Wänden. Nach der Analyse der Ruinen schließt Irenmo, dass die Vogelsymbole an den Wänden darauf hindeuten, dass es sich bei diesem Gebäude um eine alte Stätte der Ingenieurskunst handelt. Die Erkundung dieser Ruinen könnte noch den einen oder anderen Schatz zutage fördern. Da kriegen wir eine mobile Weide, das ist natürlich perfekt. Die nehmen wir uns. Oh. Wer hat hier nichts zu tun? Pip kann jetzt jagen gehen. Okay. Vögel an den Wänden. Bei der Erkundung der Ruinen steht Irenmo fest, dass die Wände mit Statuen und Zeichnungen von Vögeln geschmückt sind. Vermutlich handelt es sich um eine alte Stätte der Ingenieurskunst. Am Ende einer großen Kammer entdeckt Irenmo ein mobiles Gebäude, das noch perfekt verstaut und in erstklassigem Zustand ist. Die Weide. Könnten die gleich. Wir wissen noch nicht wo. Ich gehe erstmal auch hier erkunden. Vielleicht gehe ich auch mal hier ein. Die haben ja gerade
Wo ist denn hier der Holz? Achso, ist noch nicht fertig, oder? Jetzt so. Ich würde gerne eine von den Holzdingern hier laufen lassen und noch ein bisschen sich hallo. Pip, dich hätte ich gerne. So. Oh. Ist ja schon da. Hier können wir auch noch gucken gehen. Okay, hier haben wir schon mal Erze gefunden. Auch gut. Werden wir ja auch noch brauchen. Der hat nichts zu tun. Hier. Ich muss erstmal gucken, was hier los ist. Kornucopia. Ihren muss ich absolut sicher, diese Stätte beherbergt das mystische Füllhorn, die Kornucopia. Jemand muss ausgesandt werden, es zu aktivieren. Dieser Ort hat 200 Rohstoffe. Diese Rohstoffe nehmen die Form an, die du möchtest. Entsende ein Zögling von einem Gebäude, um sie zu sammeln. Ui. Ich kriege, was ich will. Das ist ja richtig krass. Okay, eine Ehrenmond nähert sich vorsichtig den Ruinen. Eine gewaltige Statue in der Form eines Horns thront inmitten eines von steinernen Torbögen geformten Kreises. Ehrenmond tritt näher und liest die in die Statue eingravierten Worte vor, woraufhin sich das Füllhorn aktiviert. Ja, also wir kriegen 200 Rohstoffe. Wo sind die Rohstoffe jetzt? Wir haben schon wieder eine Aura entdeckt. So richtig sicher bin ich mir nicht, was für Rohstoffe ich jetzt bekommen habe. Oder habe ich es noch nicht? Wo ist das Horn? Naja, okay. Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall hier jetzt hin. Warum kann ich da nicht hin? Weil ich ihn nicht richtig analysiert habe. So. Keine Ahnung, wo jetzt dieses Füllhorn ehrlich gesagt ist. Was ich ja echt gerne benutzen würde. Muss ich das hier irgendwie aktivieren? Moment. Ich habe keine Ahnung. Aha, so geht das. Okay, Moment. Ration kann ich nicht haben. Ach, verdammt. Aber wir können uns einfach Erze geben, tatsächlich. Dann hätten wir das fertig und müssen gar keinen... Hier gibt es auch nicht viel Erz. Komm, ich nehme Erz. Warum kann ich das nicht? Rohstoff zusammen, vergiss nicht, dass nur eine begrenzte Anzahl von... ich muss den da abbauen. Mist. Okay, ich muss den da erst abbauen, tatsächlich. Na gut, dann halt nicht so einfach, wie ich gehofft hatte. Pip, du komm mal bitte wieder her. Wie viel gibt es hier denn? 400, dann ist es eigentlich Quatsch, das da zu bauen. Also, zunächst brauche ich jetzt mal eine Erntemine. So viele Hühnchen brauche ich nicht, oder? Ich weiß es nicht, ist vielleicht ein bisschen riskant. Ich kann es auch hier hinstellen, dann kann ich da das... Hier ist ja sogar auch Erz. Gut, dann bauen wir es da. Achso, da ist Kyprika. Ja gut, das ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Und damit kann ich leben, wenn das weg ist. Und ihren Mo soll hier zur Aura gehen, bitte. Macht das schon. Okay, alles gut. Was wir noch brauchen, das könnte mal jemand bauen. Die Kantine brauchen wir ja auch noch. Ah, da brauche ich schon Erz. Okay, gut, dann geht das gerade nicht. Irgendjemand hat nichts zu tun. Pip, du solltest doch hier bauen. Hä? Was passiert? Ich habe doch da die Mine hingesetzt. Sehr eigenartig. Muss irgendwie abgebrochen worden sein. Ich weiß nicht, wie genau das passiert ist. Wieder einer untätig. Weiß nicht wer. Pip schon. Achso, ist fertig. Okay, sorry, ich habe nichts gesagt. Nee, Pip soll das eigentlich nicht machen. Das ist ja... Achso, Jimka macht aber gerade die... Ja, warum macht der Jimka hier alles? Das ist doch bescheuert. Ist aber die Einzige, die jagen kann. Geht's überhaupt jagen? Mir fällt gar nicht auf, dass wir was haben, ehrlich gesagt. Okay, irgendwas ist da, glaube ich, schiefgelaufen. Kann das sein? Oder ist das hier wieder aktiviert? Ich glaube, sie ist noch besänftigt, oder nicht? Das sollte jetzt funktionieren. Das ist aber auch nur für Holz sammeln, oder? Die Aura hier? Ach ja, na gut, wir brauchen da gar kein Holz tatsächlich. Aber wir haben tatsächlich die ganze Zeit gar nichts gejagt. Das ist ja richtig ärgerlich. Das habe ich irgendwie auch wieder nicht richtig mitgeschnitten, leider. Das heißt, wir müssen unbedingt Essen sammeln. Und irgendjemand muss auf jeden Fall auch die Kantine bauen, damit wir die Rationen umformen können. So, jetzt geht's auch. Ja, Platz ist Mangelware.
Dann muss ich das da hinbauen. Oh je, unser Essen geht echt den Bach runter gerade. Hier kann man es aufhören hier. Gegrillter Fisch haben wir nicht, aber hier. Das muss sie jetzt machen. Und ich würde sagen, ich schicke ihn mal schnell noch zum Nahrung sammeln. Sonst haben wir ein Problem. So, wie sieht's aus? Wir brauchen von allem noch alles. Okay. Das Holz geht jetzt natürlich auch wieder runter. Okay, dann würde ich sagen, können wir auch mit allem jetzt Holz sammeln. Wir kriegen gerade Essen ran. Sehr gut. Also, der Hungersnot sind wir zum Glück entgangen. Diese Rast ist vom Magier, zögere nicht, sie dir zunutze zu machen. Bringe den Stamm in Sicherheit, ehe die Welle eintrifft. Ja, ja, versuche ich ja. Ich bin dabei. Die Ration ist ganz schön langsam. Ja, jetzt war jetzt keine Jagd. Das ist. Warte, einer muss jagen gehen tatsächlich. So. Ja, da ist jetzt. Da habe ich nicht dran gedacht, dass wir ja auch Fleisch brauchen, um die Ration herzustellen. Oh, ups. Nein. Mist, Pip wird sterben. Haben wir noch einen Trank? Ich weiß, kann er sich damit heilen? Ich weiß es nicht genau. Aber eigentlich ist es doch wieder Essen da. Pip ist verschwunden. Das Schicksal hat es entschieden. Ja, Entschuldigung. Passiert hier leider schneller als gewollt. Aber wir haben eigentlich Rationen. Ich bin gerade ein bisschen verwundert. Warum? Eigentlich kam hier Essen an. Okay, wir werden es leider nicht überleben, tatsächlich. Gut, da muss ich irgendwie anders machen mit dem Essen. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe ja einen zum Jagen geschickt, aber... Und wir haben sogar Kyprikas noch. Eigentlich hätten die das jetzt noch essen müssen. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht gegessen wurde. Eigentlich für irgendjemanden hätte es reichen müssen. Ich weiß nicht genau. Na gut, Leute. Dann schön, dass ihr dabei wart. Und ja, wir machen das nochmal in der nächsten Runde. Da schaffe ich das auch. Ich würde wieder bis hierhin spielen. Vielleicht gibt es auch noch einen Cut. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt schnippel. Ich habe nämlich nicht geguckt, wie lang das Ganze jetzt hier überhaupt war. Deswegen schauen wir mal, wo wir schneiden. Also mache ich jetzt gar keine große Verabschiedung. Nicht, dass hier jetzt gar nicht Ende ist. Deswegen einfach bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SFAR-SCI. Ich habe schon mal, also wieder Kapitel 5, die gehörende Chimäre, und ich habe schon mal bis hier gespielt. Wir müssen jetzt nur wieder zum Auge kommen. Beim letzten Mal sind wir verhungert. Ich hoffe, das passiert uns diesmal nicht. Ich habe auch schon ein bisschen vorgesammelt. Also schauen wir mal. Erstmal müssen wir jetzt irgendwo hin. Ja, die Seemöwen haben wir schon gesehen. Die können wir jagen. Diesmal müssen wir es nur ein bisschen klüger anstellen. Ja, wo setzen wir uns hin mit dem Bison? Irgendwie, das hier gefällt mir nicht so richtig, mich hier hinzusetzen. Wartet mal. Wo hier oben ist auch schön, ne, für eine Jagdhütte, ne? Vielleicht setze ich mich auch doch hier hin und mache dann hier das ganze Jagdzeug. Aber hier will ich ein bisschen Platz lassen für... Ja, für was eigentlich? Für die Apotheke auf jeden Fall, eine Mine. Ach so, und das Lager muss auch noch gebaut werden. Ah... Hier ist nicht so viel Platz für unser kleines Bison, muss man zugeben. Wenn ich mich hier hinsetze, hier wäre dann schon das Zeltlager. Oh je, die Apotheke könnte ich hier raussetzen, würde aber Kyprikas verlieren. Ja, ist hier ein bisschen doof, man verliert hier ganz gerne Sachen. Ich könnte auch... Warte mal, wir haben ja noch Essen im Gepäck, wir gehen mal noch ein bisschen. Ja, so richtig schön ist das hier überall nicht. Ich kann mich auch da hinsetzen und dieses kübrige Feld dann wegmachen. Ja, komm, ich setze mich da hin. Okay, dann Aura entdeckt, Aura entdeckt, Aura entdeckt. Ja, ich weiß, die sind hier überall. Und wir packen uns jetzt mal hier hin. Ich hoffe, das ist kein Fehler. So. Oh, haben die alle schon verloren? Echt? Aber die haben noch ganz viel Futter. Warum geht es denen gerade allen nicht so gut? Ich weiß es nicht. Ging jetzt gut. Warum geht es ihrem Mo nicht so gut? Das dürfte eigentlich nicht sein. Pip war klar, der war krank gewesen, falls ihr euch noch erinnert in der ersten Runde. Ach nee, warte mal. Doch, das ist tatsächlich runter. Hier komischerweise nicht. Ich glaube, die Anzeige stimmt nicht. Weil guck mal, wenn ich hier auf Pip mache, sehe die Anzeige. Okay, ich glaube, das ist immer Pips Anzeige. Okay, dann ist doch alles in Ordnung. So, dann fangen wir mal an. Wir müssen... für die Jagd das hier freischalten. Hier unten ist noch die... Das war ja, wo wir quasi egal welchen Rohstoff rausziehen können. Das müssen wir nicht gleich untersuchen.
Aber das hier auf jeden Fall. Das analysieren wir jetzt zuerst. Tob, jetzt muss ich nochmal gucken, wer was hier überhaupt macht. Tob macht Essenszeug. Das ist schön. Jimka kann ernten und Erze holen. Pip ist der Baumeister. Okay. Dann jetzt erstmal ihn hier. Na gut, geht ja noch nicht alles. Wartet mal, wo ist Pip? Pip, Pip, Pip. Da ist Pip. Erstmal hätte ich gern unser Zeltlager und ja, das muss ich leider hier daneben hauen. Da unten sind noch ganz viele Kyprikas, also wir können es da anpacken. Besser als, glaube ich, die Vögel wegzumachen. Also los. Ja, ich weiß. Die Bäumchen will ich auch nicht wegmachen, die werden wir auf jeden Fall noch brauchen. So, jetzt hat Tob nichts zu tun. Tob kann schon mal sammeln gehen. Ja, das ist jetzt... Ach stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Das ist jetzt halt ein arschweiter Weg. Ich könnte eine Erntehütte bauen für ein bisschen Holz. Gut, dann sammeln wir... Ah, Holz geht ja auch nicht wegen der Aura. Okay, Moment. Ihren Modu muss erstmal was anderes machen. Ich glaube, das ist erstmal wichtiger tatsächlich. Wir müssen hier erstmal die Aura holen gehen. Die war, glaube ich, da unten irgendwo. Das ist nicht die, oder? Das ist eine Ruine. Ah, das ist... Warte mal, ist hier die Aura? Jetzt muss ich nochmal gucken. Von wo geht denn die aus? Das sind Ruinen. Positive Umkehren. Okay. Ich glaube, wir müssen erst hier hin. Das sind ganz normale Sachen. Okay. So. Wo sind, ist der Rest? Ja, das geht halt, wie gesagt, noch nicht. Auch nicht wegen der Aura. Das kann aber alles nur er machen. Das ist ein bisschen doof gerade. Wir können auch nichts bauen. Wir haben kein Holz. War auch leider nicht in der Lage, vorher Holz zu sammeln tatsächlich. Weil auch auf der vorigen Karte kein Holz da war einfach. Ja, das geht gerade nicht. Ja, dann geht leider gerade gar nichts, weil wir kein Holz haben. Dann muss der Rest leider tatsächlich hier runterlaufen und die Kyprikas sammeln gehen. Anderes bleibt uns nicht übrig. Das ist jetzt natürlich echt weit. Ja, war vielleicht auch nicht so gut, das Viech da oben hinzusetzen. Naja. Ich habe verplant, dass wir ja nicht gleich die Erntehütte bauen können. So, zumindest haben wir das jetzt hier entdeckt. Ihren Mo hier am besten gleich mal... Hallo? Der kann nicht arbeiten, weil das Zeltlager nicht aufgebaut wurde, oder? Das Zeltlager steht, also eigentlich... Kannst du nicht mehr arbeiten zu... Hä? Können da vorher alle arbeiten. Hier steht doch das Zeltlager. Das... Ach nee, ist immer noch im Bau. Okay. Dann muss ein anderer irgendwas nicht machen. Das ist ein bisschen doof, aber ist dann halt leider so. Und dahin. Weil ihren Mo muss auf jeden Fall das hier machen. Anders geht es nicht. Das dauert ja auch kurz. So, ist fertig. Sehr schön. Ist das hier auch fertig? Nee, das ist noch im Bau. So, dann können wir hier schon mal Holz sammeln gehen. Ja, das geht dann noch nicht. Nee. So, jetzt geht's aber. Dann sammeln die mal Holz. Nee, du gehst hier hin. Und Pip, Pip, komm mal her. Pip, wird, glaube ich, auch mal kurz Holz mitsammeln. Wir haben noch Essen, das ist noch nicht so schlimm. Hallo? Pip hat zu tun, wer hat nichts zu tun? Jimka ist untätig. Ach, Jimka steht darum. Okay. Warte mal, wer macht jetzt was? Geht zur Arbeit? Mit Sammler, Holz. Kyprika, Kyprika. Nee, dann du auch Holz. So. Jetzt brauchen wir ganz schnell Holz, damit die hier eine Erntehütte kriegen. Das dauert zu lange. Und eine Jagdhütte und. Was wir alles brauchen. Oh, wir haben ein bisschen Holz. Und... Die ist fertig, dann können wir hier mal gucken. Nach der Analyse der Ruinen schließt ihren Mo, dass die Vogelsymbole an den Wänden darauf hindeuten, dass es sich bei diesem Gebäude um eine Altstätte in der Nestkunst handelt. Die Erkundung dieser Ruinen könnte noch den ein oder anderen Schatz erbringen. So, dann holen wir uns mal den Schatz. Bei der Erkundung der Ruinen stellt ihre Mo fest. Ja, das wissen wir ja alles. Kann man entdeckt. Ein mobiles Gebäude haben wir bekommen. Pip, komm mal her. Die Weide haben wir jetzt. Und die werden wir auch schnellstmöglich hier bei den Vögelchen hinbauen. Ihren Mo, du musst hier noch die Aura bitte jetzt entfernen. Das brauchen wir dann nämlich gleich. Und...
Equip macht das. Okay, dann Jimka könnte die Mine bauen gehen. Ja, wir müssen hier wohl leider... Das wäre ein echt weiter Weg. Da oben gibt es kein Erz. Ah, die Kybrika mache ich ungern weg, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Wir können aber hier zum Beispiel auch Kybrika draus machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Der macht da, ne? Ja. Einer ist unten. Ach, hier ist fertig. Okay. Dann kann Iren Mo jetzt hier hingehen. So, Jimka ist auch fertig. Wunderbar. Erzsammler ist auch Jimka. Das passt ja perfekt. So, jeder zu tun. Wir bräuchten tatsächlich mal Holz. Naja, muss ich machen, wenn jemand zurück ist. Wer sitzt untätig da? Moment. Pip ist hier fertig, okay. Ach, die Weide ist nicht die Vögel, die Weide ist das. Oh, verdammt. Ah, nein. Ich wollte doch das Jagdding haben. Gut, da habe ich mich jetzt leider vertan, tatsächlich. Tja, das war jetzt richtig Pech. Das lief leider ein bisschen schief. Die Weide ist jetzt echt doof, ne? Die brauchen wir halt eigentlich gar nicht so. Wir brauchen die Erntehütte und die Jagdhütte, die Weide. Das brauchen wir hier überhaupt nicht tatsächlich. Das ist ja, was soll ich denn mit der Weide? Das ist ja richtig unnütz tatsächlich hier auf der Karte. Kann ich die auch wieder entfernen? Verstauen kann ich die einfach so, ja. Weil ganz ehrlich, was soll ich damit? Das brauche ich gar nicht. Glaube ich zumindest, dass ich das nicht brauche. Ich brauche keinen Lasttier. Na, ich lasse mal noch kurz stehen. Die kann man ja einfach so wieder wegschmeißen, tatsächlich. Ist hier oben. Warte mal. Pip, pip, pip. Gut, so mit Holz. Irgendjemand hat nichts zu tun. Hier ist fertig, glaube ich. Ja, hier ist das mit dem Füllhorn, genau. Dann machen wir das mal. Er sammelt noch. Okay. So, Füllhorn ist aktiviert. Jetzt können wir hier tatsächlich irgendein Item quasi rausholen, was wir wollen. Da könnte er dann zum Beispiel einfach weiter Erze absammeln, wenn wir es dann brauchen am Ende. Das ist halt die Frage. Das warten wir einfach ab. Was auch entdeckt? Achso, das ist immer noch. Okay, das hat sich noch nicht geändert hier. Ihren Mo ist jetzt untätig. Könnte jetzt hier auch Holz sammeln gehen. Das reicht an Holz leider noch nicht, was Pip da gesammelt hat. So, langsam müssen wir mit dem Essen auch so ein bisschen... Oje. Das wird auf jeden Fall jetzt unser nächstes Ziel sein. Nein, wir kriegen kein Holz ran. Ach Mist. Ah, das kam jetzt unpassend. Ich habe es nicht gemerkt, leider. Ja, Pip kann dann so lange hier eh nichts tun. Aber auch nicht richtig was anderes. Ach doch, die Erntehütte kann er hier schon hinstellen. Na komm, ich baue hier die Erntehütte. Dann kann die Kybrika wenigstens schneller rankommen. Irgendwer hat nichts zu tun. Ist schon fertig? Okay. Dann kann die jetzt nämlich dorthin. Und Pip kann hier gleich wieder Holz sammeln gehen. Bis dahin sollte er fertig sein. Oh, alles Erz ist jetzt hier aufgebraucht. Ja, komm, dann machen wir, glaube ich, hier auch nochmal... Ach nee, Erz brauchen wir gar nicht mehr tatsächlich. Dann... Holz könnten wir auch die ganze Zeit draus ziehen. Wir könnten auch hier einfach schon das Jagdding draus machen. Aber dann bräuchten wir auch die Jagdhütte natürlich. Kybrika macht sie da hinten. Ja, hier bin ich mir noch sehr unsicher. Also Erz brauchen wir nicht. Vielleicht doch einfach nochmal eine Holzsicherung quasi. Wie viel Kybrika sind hier noch? 1000 und 320. Okay, das ist schon eine Menge hier mit 1000. Ich denke, da kommen wir zurecht. Vor allem, wenn die Jagd beginnt. Dann würde ich vielleicht hier Holz draus machen. Das scheint mir gerade so das Sinnvollste. Stein brauchen wir nicht, oder? Warte mal, jetzt gucke ich mal. Nicht, dass wir Stein brauchen für die Kantine oder so. Jagdhütte braucht nur Holz. Zumindest das, was wir bauen wollen. Die braucht, Holz und Erz tatsächlich auch noch. 308 haben wir, 250. 50 ziehen die uns an Erz ab.
Also eigentlich ist alles okay. Auch wenn uns die 50 hier abgezogen wird, kriegen wir es trotzdem hin. Aber irgendwie habe ich gerade Angst, einen Fehler zu machen. Und deswegen glaube ich fast, lasse ich es sein. Weil ich irgendwie Angst habe. Nicht, dass ich doch nochmal irgendwas bauen muss, dass das Spiel das er später sagt. Und dann haben wir kein Erz mehr hier. Das wäre ganz, ganz, ganz schlecht. Was können wir stattdessen mit Holz holen gehen? Ach, da ist schon Holz. Okay. Dann dort. Irgendjemand hat nichts zu tun. Ach, ihren Moor ist schon fertig. Ah. Dann hol doch bitte einfach auch nochmal Holz. Dann holen halt alle Holz. Ui, unser Essen geht runter. Wir brauchen gleich unbedingt das Jagdding. Oh, und jetzt ist das auch wieder. Okay, ihren Moor muss jetzt hier hin. Das wieder anmachen. So, wir haben Zeug. Pip, bitte direkt die Jagdhütte bauen. Irgendwo, wo es nicht so stört. Warte mal, von hier ist vielleicht ganz gut. Achso, da ist auch Kyprika. Ja, ja gut. Das da hinten muss, glaube ich, keiner ran. Wir können es auch so machen. Na, hier sind die meisten. Das aber leider noch nicht erkundet. Na komm, ich mach das jetzt so. Dann würde ich mal eben... Eine Kantine müssen wir halt noch bauen. Nee, nicht von Top. Warte mal, ist Top überhaupt geeignet zum Sammeln? Ja doch, das war der, okay. Die Kantine. Noch 100 Holz. Okay, na dann macht man noch. Oh, da ist auch noch mal Erz. Okay, dann brauchen wir das Erz wirklich gar nicht. Ist das fertig? Die Jagdhütte, sehr schön. So, wer war Jäger? Jetzt muss ich mal schauen. Er hier wahrscheinlich, oder? Schicken wir Top zur Jagd. Bringt uns das hier? Warte mal, hier sind doch Jagdsachen, oder? Küchenmeister, Obstsammler. Rezepteffizienz. Rezepteffizienz. Okay, muss jetzt nicht unbedingt der Jäger werden. Glaube ich. Hier ist das schön. Pro Erntezyklus mehr Fleisch von Top. Ja, das machen wir. Was ist das? Die Zücken nicht qualifiziert? Muss jemand hier irgendwie Koch werden? Nee, okay. Errichte eine Jagdhütte, eine Kantine. Also niemand muss hier Koch werden. So. Dann kannst du noch Holz holen gehen. Ach nee, einer müsste auch hier jetzt tatsächlich hin. Kann er auch machen. Okay. Hallo? Habe ich ihn nicht weggeschickt? Nee. Okay, ich habe ihn nicht weggeschickt. Entschuldigt. Ich komme hier selber manchmal durcheinander. Ich hoffe, jeder hat jetzt irgendwas zu tun. Ihren Mo hat was erreicht. Okay. Besänftige von Auen wird keine Kanalisierung benötigt. Wunderbar. Ja, also das habe ich jetzt richtig geklickt. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dass das uns nichts mehr an Zeit kostet. Irgendjemand hat wieder nichts zu tun. Ihren Mo hat nichts zu tun. Warum? Du sollst eigentlich Holz holen auch. So. So, hier wird Fleisch erntet. Wunderbar. Ui, das Essen geht jetzt bedrohlich runter tatsächlich. Das gefällt mir nicht. Wir haben halt ja auch die ganzen Kyprika-Dinger runtergemacht. Wir haben immer noch nicht genug Holz für die Kantine. Aber jetzt. Okay, dann schnell. Bauen wir das jetzt ganz, ganz, ganz fix. Muss die in der Nähe des Fleisches sein, die Kantine? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das schlimm ist, wenn das da steht und das da steht. Aber ich glaube fast nicht. Hoffe ich zumindest. Okay, er hat was erreicht. Reparaturen und eine Runde zum Bauen. Ja gut, wir bauen jetzt, glaube ich, nichts mehr weiter. Aber gut, na doch, er baut ja hier noch das Ding. Also machen wir das mal. Oder ist das fertig? Ah, das ist fertig. Okay. Dann, wer sollte kochen? Jimka, Top. Ich muss nochmal gucken, bevor ich falsch mache. Top. Na, Top sammelt aber gerade. Das gefällt mir nicht. Einmal sammeln kann es ruhig noch. Weil sie ist ja gerade dabei. Das ist doof. So lange kann er ja schon mal hier runterlaufen. Der braucht eh ein bisschen, um da anzukommen. So, jetzt hat sie da nämlich die Kyprika gesammelt.
Du gehst schon mal hier hin. So, jetzt hat es abgegeben. Kann hier hin und kochen. Das da. Und Pip kann hier jetzt weiter sammeln. Wir brauchen auch dringend Essen. Oh je. Immerhin, wir haben schon viel Fleisch gesammelt. Oh je, jetzt wird es gleich wehtun tatsächlich. Oh, ich glaube, ich schaffe das schon wieder nicht. Ich kann das hier mit dem Level nicht so richtig. Ich brauche gar kein Holz. Ich kann hier unten auch tatsächlich einfach Kybrika sammeln gehen. Irgendwas. Ah, das Holz. Okay, brauche ich nicht. Ist okay. Ist nicht schlimm. Oh, wir kriegen Rationen ran. Gerade. Wunderbar. Seht ihr das hier? Rationen. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie fertig werden. Okay. Wir brauchen noch Rationen und nochmal Holz tatsächlich auch. So, alle bringen irgendwie Zeug. Ich würde mal eben... Hat abgegeben. Dann würde ich einfach hier unten Holz sammeln gehen. Das müsste ja funktionieren. Das dürfte eigentlich... Die Aura dürfte sich nur darauf beschränken, glaube ich. Die Ration haben wir. Ja, wunderbar. Das klappt von da unten tatsächlich. Da wird Holz rangebracht. Oder? Wurde das jetzt rangebracht oder wurde es hier verschluckt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal. Zur Sicherheit werde ich das dann nochmal besänftigen gehen. Ich bin mir nämlich echt nicht sicher, ob das geklappt hat. Wir haben gerade tatsächlich noch Zeit. So. Das geht ja diesmal auch sofort. Glücklicherweise. So, jetzt dauert es, glaube ich, nicht mehr lange. Oh, jetzt sind Rationen wieder weg. Warum? Aber gut, wir kriegen das immer ausgeglichen. Das ist okay. Ist halt immer so ein knappes Ding von Essen und ja. Was haben wir hier? Eine Plage wird eintreffen. Warum eine Plage? Was habe ich denn getan? Starkregen. Sehe ich gar nicht. Also angeblich haben wir... Achso, ab hier ist erst Starkregen scheinbar. Na gut. Oh. Mist, Irenmo. Ich sehe schon, die Jagd funktioniert nicht mehr. Deswegen kriegen wir auch keine Rationen mehr ran. Habe ich zu spät gesehen. So, bitte wieder Holz sammeln. Und da unten ist irgendeine Ressource zu Ende gegangen. Ist aber auch okay. Sag mal, kriegen wir hier noch Essen ran oder nicht? Doch, okay, jetzt wieder. Okay, wir haben es geschafft. Huh. Mensch, das war echt nicht so einfach hier, das letzte. Aber es war ja auch wirklich jetzt, ja, das Ende des Tutorials. Ja, ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier einpacke. Ich nehme es mal mit. Vielleicht kriegt man dafür einen Erfolg oder so. Nimm viele Rohstoffe mit. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mit, was geht. So, mehr geht nicht. Oh. Boah, gut. Ich habe jetzt wirklich nicht gerade das Bedürfnis, das hier ordentlich zu sortieren. So. Weil wir spielen ja damit nicht weiter. Sieg. Endlich ist das Auge vor ihnen. Jimke und To blicken einander erleichtert an. Sie hatten die Hoffnung bereits verloren. Die Zöglinge wischen sich die Tränen aus den Augen. Doch als sie das Auge erklimmen, erfüllt sie eine neue Energie. Als sie den Gipfel erreichen, sehen sie, wie gleichzeitig aus jeder Himmelsrichtung Karawanen auftauchen. Von dem gewaltigen Gefühl der Zugehörigkeit beseelt, beginnen sie ihren Abstieg in den Mittelpunkt. In der Ferne können sie sehen, wie ein bunt gefiederter Zögling ausschweifende Bewegungen in ihre Richtung macht und sie zu erwarten scheint. Der Stamm erkennt Krag, dessen legendäre Rivalität mit Pip ihren Ehrgeiz während der Reise angetrieben hat. Irenmo lässt sie vorausgehen. Einige Stämme treffen in einem weitaus geschundeneren Zustand am Auge ein und es ist immer eine gute Idee, jenen Hilfe zu leisten, die sie brauchen. Außerdem ist das eine gute Gelegenheit, ein wenig Salz von den Ständen des Auges zu sammeln. Es findet sich immer eine Verwendung dafür. Diesen Abend wird Irenmo den jungen Zöglingen abermals die Geschichte der sieben Äpfel erzählen. Die Legende dieser mystischen Wesen, Vorfahren der Zöglinge, die angeblich in den Herzen der Auren hausen sollen. Die jungen Zöglinge werden erfahren, wie Irenmo sie in den letzten paar Blinzeln des Zyklus noch hört, als wären die Wellen nie gewesen. Und er wird diese Enthüllung unterstreichen, indem er in einer dramatischen Geste ein wenig Salz in die Flamme wirft, zum Erstaunen der Kleinen und zur Belustigung der Ältesten.
Ja, damit haben wir alle Kapitel geschafft. Das hier, die sind angeblich, also die werden nicht als abgeschlossen gezeigt, weil zwischendurch ein Patch war und dann, ja, war das hier weg, leider. Aber wir haben tatsächlich alle 5 abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, beim nächsten Mal können wir dann mit dem Hauptspiel beginnen. Ich bin sehr gespannt, wie das dann aussieht, wenn man jetzt wirklich aus dem Tutorial und der Kampagne halt raus ist und selber spielen darf, ohne Hilfe und alles. Also dann, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.